Zum Wechseln der Kettensäge bitte davor immer die Akkus raus, dass wirklich nichts passieren kann. Am besten Handschuhe anziehen und dann, ja, dann kann es schon losgehen. Wir machen hier die Schraube auf, entspannen die Kette, das ist zum Kettenspannen. Man sieht schon, da wird sie locker. Schrauben den Deckel ganz runter. So. Dann tut man die alte Kette runter mit dem Schwert. Macht einmal gescheit sauber das Zeug. Ja, Kettenschmierung sollte funktionieren. Ist auf jeden Fall was vorhanden da. Aber irgendwie zu wenig. Naja. So. Tut mir das schwer, die Kette immer ein richtiger, dass der scharfe Zahn nach vorne ist. Kette erstmal auf dem Schwert. So, dann hängen wir die da hinten ein und das Schwert da rein. So, immer gucken, dass die Zähne da im Schwert sind, ein wenig auf Spannung halten. Da tut man das dann wieder drauf. Muss da gut durchgucken, dass dieser Bolzen da reingeht. Das ist für die Kettenspannung. Wieder leicht anschrauben, bis es noch leicht bewegbar ist. Man sieht, die Kette ist noch nicht gespannt. Immer gucken, dass die Zähne drin bleiben. Dann Kette spannen. So, dass man sie noch so rausziehen kann, leicht. Und dann festziehen. So, dann ist er wieder startklar.